machen Sie uns klar, ja, Prävention muss sein, das größte Vorbeugen, immer Vorbeugen, weißt du, so ein Scheiß. Hast du jemals erlebt in den letzten 60 Jahren, dass sich die Gesundheitskosten erniedrigt haben? Können die auch gar nicht. 80% von allen Gesundheitskosten entstehen in den letzten 2 Lebensjahren. Da kannst du vorbeugen, so viele willst. Die letzten 2 Lebensjahre wirst du immer haben, ob die nun von 60, ja, ja. Ja, ist doch wahr, ob die von 60 bis 62 oder von 90 bis 92 gehen, ist doch völlig egal. Das Einzige, was uns retten könnte, wäre, dass du die letzten 2 Lebensjahre abschaffst. Dann wärst du raus aus dem Schneider. Ne? Bilal, die haben doch morgens im Badezimmer Bademantel an. Inge und ich. Klar jetzt? Okay. Wir, wie den lieben Gott uns schuf, letzten Dienstag im Badezimmer, sagt die Inge, hör mal, Jupp. Kannst mal gucken, das juckt da so. Ich sag, wo? Ja, da. Ich sag, Inge, bist du bescheuert? Guckt ja morgens nicht zwischen den Oberbeinen rum. Morgen schon gar nicht. Ab nach dem Frauenarzt. Mit zwischen den Beinen musst du nach dem Frauenarzt. Mit da drunter kannst du nach dem normalen Arzt hauen. Mit zwischen den Beinen musst du nach dem Frauenarzt. Ich sag, ab nach dem Frauenarzt. Da ist nicht mit Spaßen. Das kann Krebs werden. Hoffentlich nur Parasiten, Flöhe oder Milben oder sowas, ne? Ich sage, Inge, geh mich weg mit dem ganzen Mikroskosmos. Um jeden von uns herum ist ein Gefolche und ein Getöse. Ich sage, ab nach dem Frauenarzt. Ja, die hin, Pilz. Ja, ich sage, Inge, also, das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen, also... Wie soll ein Pilz bei dich in der Buchse? Also, das, tja, hätt sie auch nichts von gesehen. Und ach, das wäre sie so unangenehm, gerade wo sie so reinlich wäre. Gerade da, wo sie zieht auch jeden Tag frische Buchse an. Nein, wie peinlich. Ja, ich sag, hoffentlich kommt ihr nicht von innen. Doch, hätte den Frauenarzt auch gesagt, kommt von innen. Ja, ich sag jetzt, wo du das sagst. Also, das Weißbrot letzte Woche. Kommt, nicht, dass man gesehen hätte, aber schmeckte ein bisschen nach Stich, ne? War es natürlich sauer. Ich glaubte, der Weißbrot in der Buchse mit sich rumträumen. Ja, ich sag, deshalb meine ich doch von innen, ne? Ach, wie unangenehm. Zu den Frauenarzt ging sie so und so nicht mehr. Was soll er von einem denken? Mit einem Pilz in der Buchse, wie peinlich. Sie wäre doch nicht aus dem Mau-Mau. Gut, an den Füßen kann schon mal passieren, aber in der Buchse. Nein, wie unangenehm. Ich sag, Inge, meinst du, er hat noch nie einen Pilz an der Genetik gesehen? Na, den hätte aber schon so ein bisschen oberflächlich arrogant sie angeguckt. Und die Sprechstunden-Tussi wäre auch so ein bisschen kurz abgehackt gewesen. Und die Leute im Wartezimmer, ob die das auch schon alle gewusst haben. Oh, ein Pilz in der Buchse. Das wäre das Schlimmste für sie im Leben. Lieber Kakerlaken in der Küche als ein Pilz in der Buchse. Und was überhaupt für einer? Ja, ich sag, Knollenblätterpilz will das nicht sein. Ich sag, das sind Fütten. Ne? Ich sag, das sind Fütten, stehen auch immer in der Apothekerzeitung. Alles ist voll mit Milben und Fütten. Mach's einmal so, zack, hast 1 Million Milben, 1 Million Fütten im Maul. Ich sag, Inge, geh mich weg mit dem ganzen Mikroskosmos. Och, und wenn die Frau Scherer das spitz kriegen würde, dass sie einen Pilz in der Buchse, das wäre in Bottrop in 2 Tagen. Ja, ich sag, Inge, jetzt ist aber gut, jetzt mit Lamentieren, jetzt komm, jetzt wissen wir Pilz und jetzt, was jetzt? Ja, jetzt müssen 4 Tage Salbe und dann müssen wir beide nach dem Frauenarzt. Ich sag, Inge, bist du bescheuert? Was soll ich beim Frauenarzt? Ja, das könnte Infektion von mir sein. Das ist aber komisch, also. Weil dich juckt und ich soll es gewesen sein. Bei mich juckt nichts. Schon seit Jahren juckt nichts mehr bei mir.
Man muss den Pilz aber eine lange Strecke von meinem Bett in deine Mütze. Du wirst schon 10 Jahre unterwegs gewesen sein. Alter Schimmelpilz wahrscheinlich. Ich sag, Inge, bist bescheuert, kriegst mich doch nicht nach dem Frauenarzt. Dann sehen die Leute doch, dass ich mit meiner Perle nach dem Frauenarzt, die denken, da wäre ein Transmitter oder sowas. Oder ein Pilz in der Buchse, kann ich ja gleich mit dem Plakat durch Bottrop laufen, ich hab einen Pilz in der Buchse. Ich sag, nix, da kriegst du mich nicht hin. Ah, was am Heulen. Ich weiß, sie sowieso schon alles so unangenehm. Jetzt würde ich nicht mal mitmachen. Nix würden wir mehr gemeinsam machen. Ja, ich sag, lass es. Lass uns im Kino gehen, aber nicht nach dem Frauenarzt. Ne? Naja, auf jeden Fall, wie, ach, das wollte ich erzählen. Wir Freitagmorgen, 5:30 im Schutz von der Dunkelheit. Nee, nach dem Frauenarzt. Ne? Hör mal, das Wartezimmer schon so was von voll. Die ganzen Perlen da schon aufgereiht, weißt du? Und die haben alle so geguckt, als wäre das normal, dass man mein Frauenarzt. Ich meine, daran kannst du ja sehen, dass das nicht normal ist, wenn die alle schon so gucken, als wäre das normal. Ne? Ich bin ja gar nicht reingegangen, direkt im Flur stehen geblieben. Musste mal in das Untersuchungszimmer. Da war dieser Stuhl. Hör mal, wenn ich den Stuhl schon sehe, dann habe ich die Kappe schon dicht, wenn ich so einen Stuhl schon sehe. Also, was ihr durchmacht, das tut mir ja sowas von leid. Also, mich würdest du mit 10 Pferden, die ich auf so einen Stuhl kriegen, ne? Da ist ja sowas von die Öffentlichkeit brachgelegt. Da bist du ja sowas. Bist du ja sowas von hilflos ausgeliefert, ne? Würdest mich doch auf so einen Stuhl kriegen, ne? Als den Stuhl schon da, wollte ich schon die Mücke machen. Kam die Praxisperle und sagt, so, jetzt ziehen wir uns mal aus. Ist ja was, wir beide jetzt oder Inge auch, oder? Nee, nur ich, sie müsste Abstrich machen. Hör mal, ich aber so weit von fluchtartig aus dieser Praxis raus, ne? In mein Mazda, 5 Stolpersand, synchron. Synchron. Und die Nacht drauf hatte ja den Ralf Wieczorek Nachtdienst. Da ist er ganz alten, erfahrenen Intensivpfleger. Ein ganz alten, erfahrenen, der ist schon auf Intensiv geboren. Ein ganz alten. Dann hörst du abends schon an seinen alten, erfahrenen Gang über den Flur und dann steht er so in der Tür von der Intensivstation, lässt seinen alten, erfahrenen Blick kurz sondieren, sagt, na, Jungs, dreht sich um, geht ins Schwesternzimmer, siehst du die ganze Nacht nicht mehr. Weißt du? So einen alten, erfahrenen. Und jetzt hatte der ja bei seinem sondierenden Blick die besondere Atemtechnik von Oma Schwalzig gar nicht mitgekriegt. Der hatte zudem ja nicht mitgekriegt, dass die Oma Schwalzig ja schwer unter Nestelsucht gelitten hat. Nestel, nicht Nessel. Nestel, bitte. Nestelsucht. Die hat immer an sich genestelt. Also nicht an sich jetzt, an der Bettdecke oder am Schlafanzug oder was sie gerade ins Bett geworfen hat, alte Socken, Handtücher oder sowas. Verstehst du? Hat die immer dran genestelt. Und wie der Teufel es will, just in die Nacht kommt die mit dem Finger an der Ableitung von elektrischem Herz-Kranzgefäßgerät, Alarm. Hörte schon den erfahrenen Gang von den Ralf Wieczorek im Flur, steht er so in der Tür von der Intensivstation, lässt seinen alten, erfahrenen Blick. Ich sag, Ralf, was guckst du lange? Das war die Oma Schwalzig, die mit dem Finger an der Ableitung von elektrischem Herz-Kranzgefäßgerät kommt. Mach den scheiß Alarm aus, wäre ich ganz nervös bei. Jupp, halt die Klappe, du bist hier Patient, ich bin Pfleger. Er wieder seinen erfahrenen Blick. Ich sag, Ralf, was guckst du lange? Das war die Oma Schwalzig, die mit den Fingern an der Ableitung von elektrischem Herz-Kranzgefäßgerät kommt. Mach den scheiß Alarm aus, kann ich lieber einschlafen. Jupp, jetzt reicht bald, hier geht es um Leben und Tod. Wenn du jetzt die Klappe hältst, fliegst raus. Ich die Klappe gehalten, er mit seinem erfahrenen Blick kommt er endlich auf das Gerät von Oma Schwalzig, sieht Alarm. Guckt auf Oma Schwalzig, Atemstillstand. Wie die ja alle 3 Minuten Atemstillstand hat. Er geht mit seinem erfahrenen Gang auf das Bett von Oma Schwalzig, macht die Brust von Oma Schwalzig ein bisschen frei, ballt die Faust und haut die Oma Schwalzig mit der Faust mitten auf dem Brustbein. Jetzt hat die ja nichts gehabt. Die erschreckt sich, guckt hoch und sagt, Witsche, das machst du auch nicht nochmal mit mich. Da war Ruhe im Schatz.